Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie von The Native Web in Zusammenarbeit mit Docker. In der heutigen zweiten Folge von Einführung in Docker geht es um die Installation von Docker auf Linux. Diese zweite Folge gibt es in drei Versionen. Falls du Docker auf Windows oder auf dem Mac installieren möchtest, findest du eine separate Folge 2. So können wir uns heute ganz auf Linux konzentrieren und du musst im Video nicht herumspulen, um die anderen Betriebssysteme zu überspringen. Nach dieser Folge weißt du, wie man Docker installiert und verwendet. Mein Name ist Stefan Scherer und ich habe seit einigen Jahren Erfahrung mit Docker. Ich verwende Docker auf dem Mac und auf Windows, aber auch auf Linux-Systemen wie dem Raspberry Pi. Seit 2019 arbeite ich für Docker und bin dort im Docker Desktop Team tätig. Ich betreue auch unsere gesamten CI-Infrastrukturen mit allen unterstützten Plattformen. Ich bin auch in der Community aktiv und helfe bei Fragen rund um den Raspberry Pi oder auch bei Windows-Containern. Mich erreicht man am besten über Twitter oder GitHub. Zu Beginn jeder Folge gebe ich dir einen kurzen Überblick, was wir durchnehmen werden. Heute zeige ich dir, wie man Docker auf Linux installiert. Wir schauen uns an, wie Docker aufgebaut ist und welche Voraussetzungen nötig sind, um damit Linux-Container darauf laufen zu lassen. Danach geht es an die Installation der Docker Engine und ich zeige dir, wo man die aktuelle Version herunterladen kann. Dann werden wir die ersten Schritte mit der Kommandozeile machen. Am Ende möchte ich dir auch die Integration in Visual Studio Code zeigen und wie man Docker und Container direkt aus diesem sehr beliebten Editor verwenden kann. Hier zeige ich dir noch einmal kurz den Überblick über Docker. Docker besteht aus mehreren Tools. Bei Containern handelt es sich zu 99% um Linux-Container. Für Mac und Windows wird in Docker Desktop erst noch mit Hilfe einer Linux-VM überhaupt die Basis geschaffen, um Linux-Container zu betreiben. Auf einem Linux-Rechner entfällt das natürlich. Mit dem Docker Hub, der wohl bekanntesten Container Registry und den darin enthaltenen offiziellen Images für verschiedene Programmiersprachen und Anwendungen, konnte überhaupt diese Revolution entstehen. Denn über den Docker Hub ist es möglich, Anwendungen zwischen verschiedenen Entwicklern und Rechnern auszutauschen. Die Docker Engine ist ein Dienst, der auf einem Linux-Rechner läuft. Dieser Dienst kann per API und dem Docker CLI angesprochen werden und steuert den Start von Containern, das Hoch- und Herunterladen von Container-Images und so weiter. Wir werden in einer späteren Folge noch weitere Tools genauer betrachten. Für heute konzentrieren wir uns auf die Docker Engine und den Client. Schauen wir uns den Aufbau von Docker auf Linux näher an. Docker kommt in zwei Installationspaketen. In einem ist die Docker Engine mit den weiteren abhängigen Paketen enthalten. Getrennt davon in einem zweiten Paket ist das Docker CLI. Über eine lokale Gruppe wird der Zugriff auf die Docker API geregelt. Das sehen wir später auch noch. Auf Mac und Windows kommen mit Docker Desktop noch weitere Tools wie etwa Docker Compose. Für Linux können diese manuell installiert werden. Für die heutige Folge brauchen wir das noch nicht. Wir werden Docker Compose in einer späteren Folge noch nachinstallieren. Die Voraussetzungen, um Docker zu betreiben, sind heutzutage auf allen üblichen Linux-Distributionen vorhanden. Wenn du aber Docker etwa auf einem neuen IoT-Device ausprobieren willst, so wie wir das vor Jahren auf dem Raspberry Pi gemacht haben, der kann auf das folgende Skript zurückgreifen. Dieses Check-Config-Skript prüft, ob benötigte oder optionale Linux-Kernel-Module vorhanden sind. Du kannst das Skript auch gerne mal aufrufen, um einen genaueren Überblick zu bekommen, welche Linux-Funktionen benötigt werden. Okay, damit können wir starten und ich zeige dir, wie du die Docker Engine und den CLI herunterladen und installieren kannst. Es gibt eine Dokumentation, die alle benötigten Schritte für die verschiedenen Linux-Distributionen erklärt. Wir werden es uns heute aber auch einfacher machen und das vorhandene, von Docker gepflegte Installationsskript verwenden, das uns die einzelnen Schritte abnimmt und wir damit nur einen einzigen Befehl für die Installation aufrufen müssen. Gut, dann schauen wir uns die Installation auf einem Ubuntu-System mal genauer an. Hierzu gehen wir erstmal auf die Dokumentationsseiten von Docker. Das ist auf docs.docker.com. Und dort finden wir unter Download and Install die entsprechenden Schritte für die verschiedenen Betriebssysteme. Und heute interessiert uns Docker for Linux hier. Hier auf dieser Seite findest du
eine Erklärung und die Anleitung der verschiedenen Schritte für unterschiedliche Linux-Distributionen wie CentOS, Debian und so weiter. Ich zeige dir mal den Weg anhand des doch recht populären Ubuntu-Systems. Entsprechend machst du halt die Schritte für deinen Linux. Auf dieser Seite findest du die genauen Schritte, die benötigt sind, um dein System vorzubereiten, eventuell vorhandene alte Docker-Versionen zu deinstallieren und dann entsprechend die Pakete von docker.com selbst herunterzuladen. Hier wird zum Beispiel auf download.docker.com verwiesen. Da werden die Pakete für die verschiedenen Linux-Systeme abgelegt und von dort quasi installiert. Das sind einige Befehle hier und es wird auch für verschiedene CPU-Plattformen das Ganze angeboten. Wir beschränken uns heute aber auf Intel oder AMD CPUs. Die Installation der Docker Engine, da sieht man, dass drei Pakete letztendlich benötigt werden. Docker.ce, Docker.ce CLI und Container.dio. Container.d ist normalerweise eine Abhängigkeit von Docker.ce. Allerdings, um sicher zu gehen, dass man die aktuelle Version hat, sollte man immer drei Pakete wirklich angeben, dass auch alle drei aktualisiert werden. Du kannst also diese Befehle nach und nach in deinem Rechner eingeben oder, was ich dir auch hier weiter unten zeigen werde, ist das Convenience-Script, das auf getdocker.com zu finden ist und quasi mit einem Befehl auszuführen ist. Gut, verwenden wir also dieses Skript, um Docker zu installieren. Du könntest natürlich Docker auch über die Paketverwaltung von Ubuntu installieren. Das zeige ich ganz kurz. Wenn man hier nach Docker sucht, gibt es hier natürlich auch ein Paket. Allerdings ist meistens die Versionsnummer nicht ganz die aktuelle, die bei Ubuntu zur Verfügung steht. Und deswegen lohnt es sich tatsächlich, die Befehle in der Kommandozeile auszuführen. Oder wie gesagt, dieses Convenience-Skript zu verwenden. Laden wir uns das Skript quasi runter von getdocker.com und würden es dann gleich auch ausführen. Auf einem leeren Ubuntu-System ist Curl noch nicht installiert. Dann mache ich das noch schnell. Und danach kann ich quasi den Befehl wiederholen. Und der geht quasi jetzt durch, schaut, welches Betriebssystem hier ist und trägt den Download-Link für die Paketverwaltung ein, installiert Abhängigkeiten und wie gesagt die Docker Engine und den CLI. So, und nach kurzer Zeit ist dann Docker installiert und läuft auch bereits im Hintergrund. Was hier am Ende noch steht, ist, man muss noch den aktuellen Benutzer in die Gruppe Docker aufnehmen, damit man auch ohne Sudo-Rechte auf die Docker-API zugreifen kann. Denn andernfalls, wenn ich hier Docker-Version zum Beispiel aufrufe, dann bekomme ich noch einen Fehler, dass ich keinen Zugriff auf diesen Socket habe. Also führen wir noch hier diesen Befehl aus, um uns in die Gruppe einzutragen. Mache ich es lieber so. Was jetzt noch einmal nötig ist, man muss sich einmal ausloggen und einloggen. Oder den Rechner neu starten, was ich jetzt hier nochmal schnell machen werde. Gut, und nach dem Reboot oder dem Ausloggen kann man hier jetzt tatsächlich in die Kommandozeile gehen und hat Zugriff auf die Docker-API. Wie man sieht, hier ist die neueste Version. Neuer eben als die Version, die bei Ubuntu dabei ist. Gut, wir können die geübten Befehle von der ersten Folge auch ausführen. Docker Images ist noch leer. Natürlich, wir haben noch nichts heruntergeladen. Docker PS, es laufen auch noch keine Container. Was ich dir aber auch gleich zeigen möchte, ist die Integration in Visual Studio Code. Von diesem Editor aus hast du viele Möglichkeiten, Befehle direkt über die Oberfläche auszuführen. Und es hilft dir auch dabei, das Docker-File und die Befehle darin besser erlernen zu können. Hierzu starten wir die Paketverwaltung und suchen nach Visual Studio und installieren uns dieses Paket hier. Und nach der Installation starten wir Visual Studio. Gebe ich hier mal Code ein.
und dann haben wir die Oberfläche. Was wir als allererstes machen werden, ist, wir gehen hier in die Extensions. Da gibt es hier ein Icon, Extensions, und suchen uns noch die Docker-Extension. Das ist hier gleich die erste. Die installieren wir uns noch und die bietet dann die Möglichkeit, farbige Docker-Files mit Syntax-Highlighting, Code-Completion und Befehlen an. Die Installation geht recht schnell und dann taucht hier auch gleich ein Docker-Wal auf. Auf den drücken wir mal drauf. Was wir hier dann gleich sehen, ist die Liste der lokalen Container, lokalen Images. Das ist aktuell noch alles leer natürlich, weil wir noch nichts gestartet haben. Aber hier hast du, wie gesagt, auch eine kleine Oberfläche, um Befehle und den Überblick zu behalten, ohne die Kommandozeile zu verwenden. Wir klonen uns aber auch noch das Codebeispiel aus der ersten Folge. Dazu gehen wir hier nach Clone Repository und das war https github.com the native web, dann TechLaunch Docker. Visual Studio fragt mich noch, wo er das Repo lokal ablegen soll. Ich habe hier immer einen Ordner namens Code, wo ich meine Repos auschecke. Und nach dem Auschecken fragt mich Visual Studio, ob er es gleich noch öffnen soll, das Projekt. Das machen wir auch gleich. Und was wir hier jetzt vorfinden, sind die Ordner mit den Codebeispielen. Und in Folge 1 hatten wir, wie gesagt, ja ein kleines Docker-File, das wir uns hier ein bisschen größer machen noch. Und wenn man hier mit der Maus drüber fährt, siehst du eine kleine Online-Dokumentation zu den einzelnen Befehlen, was die tun und auch immer, glaube ich, auch einen Link auf die Doku von Docker selbst. Da können wir auch nochmal drauf drücken. Und es wird dann immer gleich an den Befehl gesprungen, den man ausgewählt hat und kann hier noch weitere Details dazu nachlesen. Das ist eine ganz praktische Sache, um auch fremde Docker-Files genauer zu verstehen, welche Befehle da eventuell enthalten sind. Gut, auch bei den Images kann man auf den Docker-Hub springen, wenn man möchte, und auch dort die Anleitung oder die Beschreibung des jeweiligen Images nachzulesen. Was hier aber auch sehr schön ist, ist, wenn man hier auf das Docker-File fährt und mit der rechten Maustaste drückt, kann man hier mit Build-Image auch wirklich Befehle ausführen. Und ich würde jetzt hier tatsächlich mal unser Image bauen. Mit Build-Image. Visual Studio schlägt hier einen Namen vor für das Image. Ich mache jetzt hier einfach mal Apache 2 und lasse das hier ausführen. Visual Studio startet mir dann den Docker-Cli mit den ganzen Befehlen, die nötig sind. Die muss ich mir nicht merken. Und jetzt beginnt der Bau des Images, wie man es aus der Folge 1 auch kannte, aus Playvis Docker. Es wird das Basis-Image heruntergeladen. Die Paketverwaltung im Container aktualisiert, das Paket Apache 2 installiert mit allen Abhängigkeiten und das Image soweit vorbereitet, dass es einsatzfähig ist. Das Ganze ging auch recht schnell. Am Ende sieht man, dass es gebaut und getaggt wurde. Wenn wir hier zurück auf diese Docker-Ansicht gehen, sehen wir jetzt unter Images bereits zwei Images. Unser Basis-Image, das er heruntergeladen hat, und unser eigenes Image, das wir gerade gebaut haben. Auch hier kann man auf dem Latest Tag mit rechter Maustaste Befehle ausführen und zum Beispiel einen Container starten damit. Dann drückt man auf Run und wie du siehst, hat Docker auch gleich erkannt, hier die Option -p anzugeben, also eine Port-Weiterleitung, weil wir hier im Docker-File einen Expose angegeben haben. Anhand dieser Metainformation wusste Visual Studio Code gleich, dass er eine Port-Weiterleitung angeben sollte. Und hier oben bei den Containern sehen wir jetzt auch einen Laufen. Und hier können wir mit der rechten Maustaste bestimmte Aktionen ausführen, aber eben auch einen Browser öffnen. Und hier ist unsere Homepage, die Startseite vom Apache 2 Image. Wunderbar. Wie du siehst, kann man hier alles mit Mausklicks machen, ohne in die Kommandozeile gehen zu müssen. Ich kann auch den Container wieder beenden und stoppen. Das dauert ein paar Sekunden, weil der Container wird erst mit einem Signal gestoppt und Apache reagiert nicht sofort drauf, aber nach wenigen Sekunden ist der Container wieder weg. Was wir auch noch machen können, ist uns mit dem Docker Hub verbinden. Hierzu kann ich alles aus Visual Studio Code auch machen.
Da gibt es hier Connect Registry. Wir wählen Docker Hub aus und ich gebe hier wieder meinen Docker Hub Account Namen an und mein Passwort. Und dann kann ich hier auch schon meine Images auch sehen, meine privaten Images, die wir in Folge 1 hochgeladen haben. Damit ist Visual Studio Code an den Docker Hub verbunden und wie man auch in wenigen Minuten sehen werden, auch der Docker CLI. Ich kann jetzt hier auch Images herunterladen, indem ich jetzt hier zum Beispiel auf Latest gehe, rechte Maustaste, Pull Image. Jetzt loggt er auch den Docker CLI ein und ruft die Kommandozeile auf. Damit haben wir auch den Docker Login auf der Kommandozeile quasi über die Oberfläche gemacht. Wie man hier sieht, werden die einzelnen Layer heruntergeladen und ausgepackt. Und am Ende taucht auch hier unter Images das Image auf, das wir vom Docker Hub heruntergeladen haben. Das lässt sich genauso starten über rechte Maustaste Run und taucht hier oben auf. Und auch hier kann ich zum Beispiel den Browser öffnen. Das Ganze mit wenigen Klicks ist eine feine Sache. Okay, das soll in aller Kürze mal der Überblick zu Visual Studio sein und wie man damit auch zurechtkommt. Der Vollständigkeit halber zeige ich dir auch noch, wo du Docker Compose herunterladen kannst und wo die Dokumentation zu finden ist. Wir werden Docker Compose in einer eigenen Folge betrachten. Heute brauchst du es noch nicht zu installieren, aber hier sind schon mal die Links. Und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge. Du weißt nun also, wie man Docker auf Linux installiert. Wir haben die Docker Engine installiert und den Docker CLI benutzt, um Images zu bauen und Container zu starten. Und ich habe dir das Zusammenspiel mit Visual Studio Code gezeigt, wie du vielleicht auch ohne Kommandozeile mit Docker beginnen kannst. Das Convenience Script kann dir helfen, auf einem neuen Linux-Rechner Docker mit nur einem Befehl zu installieren. In der Dokumentation findest du auch weitere Informationen rund um Docker und Container. Wie schon zu Beginn erwähnt, gibt es diese zweite Folge in drei verschiedenen Versionen. Falls du also Docker Desktop auf dem Mac oder Windows installieren möchtest, dann schaue dir die entsprechende andere Folge 2 dazu an. In der nächsten Folge werden wir dann die Docker-Befehle näher kennenlernen und anhand kleiner Projekte den Umgang beim Bauen von Images üben. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mich gerne auf Twitter kontaktieren oder du schreibst eine Mail an das Team von The Native Web. Also dann, tschüss, bis zur nächsten Folge.